Am Sonntag, den 17. November 2019, verbrachte der 26-jährige Marshall Iwasa den Tag damit, Hausarbeiten in seinem Haus in Calgary zu erledigen. Am Abend desselben Tages fuhr er mit seinem dunkelblauen GMC-Truck 2 Stunden in Richtung Süden, in eine Stadt namens Lethbridge, wo seine Mutter lebte. Er verließ ihr Haus gegen 23 Uhr, weil er noch etwas aus seinem Lagerraum holen wollte, der sich etwa 15 bis 20 Minuten entfernt befand. Danach wollte er wieder nach Hause nach Calgary fahren. Marshall kehrte aber nie nach Calgary zurück. Er versuchte mehrmals in der Nacht, sich erfolglos Zugang zum Lagerraum zu verschaffen, und kurz nach 6 Uhr morgens schloss er die Tür endlich auf und blieb etwas mehr als 2 Stunden in dem Lagerraum. Etwa eine Woche später, am 23. November, wurde in einer abgelegenen Gegend, über 1200 Kilometer entfernt, Marshalls ausgebranntes Auto von einer Gruppe von Wanderern in einem dicht bewaldeten Gebiet entdeckt. Es gibt keine Antwort darauf, wie und warum Marshalls Auto an diesem Ort gelandet ist, wer das Auto gefahren hat, was das Feuer verursacht hat und vor allem, was mit Marshall passiert ist. Das ist der Fall über das mysteriöse Verschwinden von Marshall Iwasa. Marshall Iwasa wurde am 3. Januar 1993 in Lethbridge, Alberta, etwas mehr als 1 Stunde von der Grenze zum US-Bundesstaat Montana entfernt, geboren. Seine Schwester Paige beschrieb Marshall als ruhig und zurückhaltend. Als er aufwuchs, spielte Marshall Fußball und Rugby. Er liebte die Natur und eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war es, mit Freunden und Familie zelten zu gehen. Nach dem Highschool-Abschluss hat er sich dem Bodybuilding gewidmet und dadurch eine ganze Reihe neuer Freunde gewonnen. Als er älter wurde, begann er in Süd-Alberta in der dort ansässigen Industrie zu arbeiten. Die Region ist für ihre Öl- und Gasindustrie bekannt und handwerkliche Arbeiten an Stromleitungen und Bohrinseln sind äußerst lukrativ und werden gut bezahlt, da sie körperlich sehr anstrengend sind und meist fernab jeglicher Zivilisation stattfinden. Zunächst lebte er in einer WG mit Freunden in Lethbridge, als er sich aber für das Studienfach für Softwareentwicklung am Southern Alberta Institute of Technology oder kurz SAIT einschrieb, zog er in das 200 Kilometer entfernte Calgary. Laut seiner Schwester hatte Marshall Freunde in Calgary, aber auch hier war es keine allzu große Clique. Seine Schwester Paige ist 6 Jahre vor seinem Verschwinden nach Hawaii gezogen. Sie besuchte ihre Familie jedes Jahr im Sommer und Marshall reiste jedes Jahr zu Weihnachten nach Hawaii, wo sie beide ihre Geburtstage feierten, die nur eine Woche auseinanderlagen. In der Zeit, in der sie auf Hawaii lebte, hatten sie und ihr Bruder etwa einmal in der Woche miteinander Kontakt. Als Marshall dann aber auf die Universität ging, wurde der Kontakt immer seltener. Das letzte Mal, dass sie ihn sah, war im Juli und August 2019, als sie zu einem Familientreffen nach Kanada zurückkehrte, zu dem auch ein einwöchiger Campingausflug in Montana gehörte. Im Sommer 2019 gingen Paige und ihre Familie nach wie vor davon aus, dass er zum Herbstsemester an die SAIT zurückkehren würde. Sie diskutierten nicht viel über das Thema Schule, aber ihr fiel auf, dass Marshall bestimmten Fragen aus dem Weg ging. Er sagte öfters, dass man in seinem Fachgebiet auch ohne einen Abschluss weit kommen kann, wenn man die entsprechenden Leute kennt und die Erfahrung mitbringt. Seine Schwester hatte den Eindruck, dass er ihr durch die Blume sagen wollte, dass er mit dem Gedanken spielt, seine Ausbildung an der Universität abzubrechen. Im November, nachdem er als vermisst gemeldet worden war, erfuhren Marshalls Familie, dass er seine Ausbildung am College abgebrochen hatte, ohne ihnen davon zu erzählen. Seine Schwester gab an, er habe in letzter Zeit sehr gestresst gewirkt. Sie hatte aber den Eindruck, dass es einfach nur Schulstress war und nicht wegen irgendetwas anderem. Das letzte Mal, dass Marshall eine Transaktion auf seinem Konto durchgeführt hat, war am Freitag, dem 15. November 2019. Seitdem gab es auf dem Konto keine Bewegungen mehr. Am Sonntag, dem 17. November, verbrachte Marshall den Tag damit, Hausarbeiten zu erledigen und seine Wohnung aufzuräumen. Er mietete sich eine Kellerwohnung bei einer Familie in Calgary und hatte an diesem Tag in dem gemeinsamen Haus Wäsche gewaschen. Am selben Abend fuhr er mit seinem dunkelblauen 2009er GMC Sierra Truck zum Haus seiner Mutter in Lethbridge, um ihr bei einem Computerproblem zu helfen. Um 23 Uhr reiste Marshall wieder ab. Er sagte, er müsse etwas aus dem Lagerraum holen und dann wieder nach Calgary zurückfahren, da er am nächsten Tag wieder Schule hatte.
Laut den Aufzeichnungen des elektronischen Schlosses weiß man, dass Marshall um 23.30 Uhr erstmals versucht hat, sich Zutritt zum Lagerraum zu verschaffen. Im Laufe der Nacht hat er immer wieder erfolglos seinen Code in das elektronische Schloss eingegeben. Basierend auf dem Aktivitätsprotokoll, das Marshalls Familie besitzt, sagte seine Schwester, dass es so aussah, als hätte er den Code ein paar Mal ausprobiert, gemerkt, dass es nicht funktioniert und eine Pause gemacht, bis er das nach einiger Zeit erfolglos wieder versucht hat. Marshalls Problem war, dass er nicht wusste, dass sich die Öffnungszeiten des Lagerbetriebs geändert hatten. Von den ursprünglichen 24 Stunden Öffnungszeit war das Lager nur noch zu einer bestimmten Zeit geöffnet. Erst am nächsten Tag, dem 18. November, kurz nach 6 Uhr morgens, verschaffte sich Marshall endlich Zugang zu seinem Lager und blieb dort etwa bis 8.30 Uhr. Das ist der letzte Hinweis, den man von Marshall hat. Man weiß weder, ob er dort alleine war, noch was er dort gemacht hat. Warum er nicht einfach wieder die kurze Strecke nach Hause zu seiner Mutter gefahren ist und einfach am nächsten Morgen wiedergekommen ist, ist unklar. Irgendetwas sehr Wichtiges muss in diesem Lager gewesen sein. Angeblich hat Marshall ein Computerspiel entwickelt, in das er schon über 600 Stunden Arbeit investiert hatte und wollte alte Backup-Dateien holen, die auf einer Festplatte abgelegt waren. Alle seine Gegenstände, die er dort gelagert hatte, befanden sich noch an Ort und Stelle, einschließlich Marshalls Campingausrüstung. In der Regel werden solche anmietbaren Lager immer videoüberwacht, aber leider existiert für den fraglichen Zeitpunkt kein Videomaterial und auch sonst gibt es kein Videomaterial, das Marshall oder sein Auto zeigt. 23. November 2019, die erste heiße Spur. Sein Auto wird in Pemberton, British Columbia entdeckt. Die Brian Weddington Hut ist ein Gebäude in Felix Creek, nördlich von Pemberton, British Columbia, etwa 14 Autostunden von Lethbridge entfernt. Die Hütte liegt etwa 15 bis 20 Kilometer von der Hauptstraße entfernt und es gibt genau zwei Zugangspunkte, die Felix Creek Forststraße und den Felix Creek Trail. Die Forststraße endet dort, wo der Felix Creek Trail beginnt. Vom Felix Creek Trail ist es eine 2- bis 3-stündige Wanderung zur Hütte. Die Fahrt zu dem Trail ist eine Fahrt über rutschigen Schlamm, Felsbrocken und Schlaglöchern und ist per GPS nicht erreichbar und erfordert ein Auto mit einem Allradantrieb. Es ist also kein Ort, an dem man einfach so zufällig vorbeikommt. Und genau an diesem Ort entdeckte eine Gruppe Wanderer am 23. November 2019 das völlig ausgebrannte Auto von Marshall Iwasa, etwa eine Woche nachdem er das letzte Mal in Lethbridge gesehen wurde. Geistesgegenwärtig machten sie Fotos von dem Auto und den zahlreichen Gegenständen, die drumherum verstreut waren. Darunter waren drei kaputte Handys, die allesamt als seine identifiziert wurden, zahlreiche Kleidungsstücke und eine Xbox und eine PlayStation, die laut seiner Schwester nicht ihm gehörten. Bei der PlayStation und der Xbox gab es eine Besonderheit. Die Geräte waren hohl, das heißt also im Klartext, dass irgendjemand das Innenleben herausgenommen hat. Das wird nochmal zu einem späteren Zeitpunkt wichtig. Später stellte sich heraus, dass das Lenkrad mitsamt der Säule aus Marshalls Auto entfernt wurde. Das Auto war erst seit kurzem abbezahlt und die Polizei konnte dafür keine logische Erklärung finden. Seine Kontaktlinsen, die Kontaktlösung, ein Rucksack, sein vom SAID ausgegebener Samsung-Laptop, seine Brieftasche und sein Samsung Galaxy S6 fehlten ebenfalls und wurden bis heute nicht gefunden. James Stark ist einer der Wanderer, der die Fotos von Marshalls ausgebranntem Auto gemacht hat. Er hat die Fotos in der Facebook-Gruppe South Coast Touring gepostet mit einem dazugehörigen Text, den ich hier mal zitieren möchte. Zitat: Ich hatte dieses Wochenende ein verrücktes Erlebnis beim Versuch, zur Brian Weddington Hut zu gelangen. Wir sind die Straße bis zum Ausgangspunkt des Trails gefahren und als wir ankamen, sahen wir eine ziemlich schaurige Szenerie. Dort stand ein ausgebrannter Pickup-Truck, der noch sehr frisch roch. Darüber hinaus waren überall in der Gegend Besitztümer verteilt, darunter zwei Pässe, drei kaputte Mobiltelefone, ein kaputter Laptop, Ausweise, Kulturbeutel und Kleidung. Es fühlte sich an wie ein Tatort und ich hatte ein sehr seltsames Gefühl. Wir drehten uns um und beschlossen, nicht zur Hütte zu wandern, da wir Angst hatten,
in etwas hineinzugeraten. Wir riefen die Polizei und meldeten es. Ich dachte, die Community würde es gerne erfahren, bevor jemand 4 Stunden zum Ausgangspunkt des Trails fährt, nur um dann wieder umzudrehen. Zitat Ende. Laut einem Artikel von CTV News, in dem Stark interviewt wurde, war niemand außer ihm und seiner Gruppe für den Aufenthalt in der Hütte registriert. Sie waren gerade auf dem Weg dorthin, als sie die schaurige Entdeckung gemacht haben. Nachdem die Wanderer also ihre Entdeckung der Polizei gemeldet hatten, versuchten die Royal Canadian Mounted Police 2 Tage lang das Gelände zu erreichen. Bei dem ersten Versuch war eines ihrer Fahrzeuge beschädigt worden. Als sie 2 Tage später, am 25. November, endlich ankamen, wurden weitere Fotos des Autowracks und der Gegenstände gemacht. Was bisher noch niemandem klar war, in den 2 Tagen seit der Meldung durch die Wanderer wurden am Tatort nachweislich Gegenstände bewegt oder sind gänzlich verschwunden. Marshalls Mutter und Schwester waren auf Hawaii, als sie am 26. November einen Anruf vom RCMP erhielten, in dem sie gefragt wurden, ob sie wüssten, wo Marshall sei. Ihnen wurde daraufhin gesagt, dass sein Auto in einer abgelegenen Gegend von Pemberton, British Columbia, gefunden worden sei. Marshalls Schwester sagte, dass weder er noch irgendjemand aus seiner Familie irgendeine Verbindung zu diesem Ort hätte. Zuerst dachten sie, sein Auto wurde einfach nur gestohlen und Marshall wusste davon nichts und haben zuerst seine Cousins und Freunde angerufen, um zu fragen, wo Marshall sich gerade aufhält. Doch keiner von ihnen konnte sagen, wo er gerade war. In Lethbridge, seinem Heimatort, fehlte jede Spur von ihm und die Familie konnte in dem kleinen Ort auch niemanden finden, der zuletzt mit ihm gesprochen hat. Sie konnten auch nicht herausfinden, warum Marshalls Auto über 1200 Kilometer entfernt gefunden wurde, an einem Ort, an dem er noch nie gewesen war. Noch am selben Tag wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet. In den nachfolgenden Tagen gründete seine Familie die Facebook-Gruppe Find Marshall Iwasa, um an Informationen heranzukommen. Eines der großen Rätsel um Marshalls Verschwinden ist das Fehlen jeglicher Videoaufnahmen von ihm oder seinem Auto zwischen Lethbridge und Pemberton. Von Lethbridge führen insgesamt 4 Routen nach Pemberton, die alle zwischen knapp 1000 und 1500 Kilometer lang sein können. Wie kann es sein, dass sein Auto auf keiner dieser Routen auf Überwachungskameras aufgetaucht ist? Und noch etwas ist seltsam. Wie wurde das Auto getankt? Dass er die 1000 bis 1500 Kilometer lange Strecke nicht an einem Stück durchfahren konnte, ist klar. Das heißt, er musste unterwegs irgendwo tanken. In seinen Banktransaktionen finden sich aber keine Aufzeichnungen darüber. Das heißt also, er hat den Sprit in bar bezahlt oder hatte sich vorher mehrere Benzinkanister gekauft, die er mit auf die Fahrt nahm. Aber auch hier hätte er sie in bar bezahlen müssen. Unabhängig von der Route hätte die Fahrt mehrere Zwischenstopps erfordert. Wenn er bar bezahlt hätte, wie kann es sein, dass sich niemand an Marshall mit seinen markanten Tätowierungen, Haaren und seinem Truck erinnert? Ein weiteres Rätsel sind die Unterschiede zwischen den Originalfotos, die die Wanderer am 23. November gemacht haben, und denen, die 2 Tage später von der Polizei gemacht wurden. Auf den Bildern sind fehlende, verschobene und beschädigte Gegenstände deutlich zu erkennen. Auf diesem Bild sieht es so aus, als ob im grünen Kreis ein Telefon und andere Gegenstände ordentlich nebeneinander auf dem Boden platziert wären. Seine Schwester hatte aber bisher nicht die Gelegenheit, sich alle Gegenstände vom Tatort anzusehen, aber anhand der Fotos weiß sie, dass einige der Gegenstände, die dort lagen, nicht zu Marshall gehörten, wie zum Beispiel die beiden Spielkonsolen. Was geschah also während dieser 2 Tage vor Ort? Das RCMP hat die Gegenstände zwar aufbewahrt, aber weder auf Fingerabdrücke noch auf DNA untersucht. In einer Pressemitteilung sagte die Polizei von Lethbridge, dass die Gegenstände nicht auf DNA oder Fingerabdrücke getestet werden können, es sei denn, das RCMP hätte begründeten Anlass, dass dort ein Verbrechen stattgefunden habe. Diesen Anlass gibt es aber laut Polizei nicht. Die Polizei ermittelt in diesem Fall nach wie vor wie in einem normalen Vermisstenfall. Die Grenzkontrollbehörde der USA wurde über das Verschwinden von Marshall informiert und hat bestätigt, dass Marshall nie in die Vereinigten Staaten eingereist ist. Auch sämtliche Pfandhäuser in Kanada wurden überprüft und umfangreiche Suchaktionen, die von Marshalls Familie, dem RCMP und Privatdetektiven durchgeführt wurden. Alle
haben bisher zu keinem Erfolg geführt. Am Mittwoch, dem 4. Dezember 2019, gab das RCMP bekannt, dass die erste Suche nach Marshall aufgrund der anhaltenden Schneeschmelze ausgesetzt werde. Am 22. Mai 2020 wurde das Gelände, auf dem das verbrannte Auto stand, und die Umgebung mit Leichenspürhunden abgesucht. Man hatte am selben Abend die Familie Iwasa darüber informiert, dass die Suche abgeschlossen sei und nichts gefunden worden sei. Am 24. Juni 2020 begann eine weitere umfassende Suche in British Columbia, an der die Polizei von Lethbridge, Mitglieder des Pemberton RCMP und der umliegenden Abteilungen beteiligt waren. Für das Erreichen des unwegsamen Geländes wurden ein Hubschrauber und Geländefahrzeuge eingesetzt und die Polizei teilte mit, dass ein RCMP-Brandermittler, mehrere Privatermittler und Mitglieder der Canadian Search and Disaster Dogs Association eine Bodensuche durchführen wollten. Doch fast 9 Monate nach den umfangreichen Suchaktionen weiß immer noch niemand, was am Montag, dem 18. November nach 8.30 Uhr in dem Lagergebäude passiert ist. Es ist nicht bekannt, welche Route Marshall von Lethbridge nach Pemberton genommen hat, da keine Videoaufzeichnungen existieren. Es gibt keine Spur von seinen verschwundenen Gegenständen. Es gab keine finanziellen oder telefonischen Aktivitäten, nachdem Marshall das letzte Mal gesehen wurde. Seine Familie ist fest davon überzeugt, dass er am Ort, an dem das Auto angezündet wurde, nicht alleine war. Das RCMP hat nach dem Auffinden des Autos keine Brandermittlungen eingeleitet und erst auf Drängen der Familie wurden Brandermittlungen durchgeführt. Die Ergebnisse aber wurden nicht veröffentlicht und die Familie Marshall wurde ebenfalls über das Ergebnis nicht informiert und wartet bis heute auf Antworten. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Ein junger Mann wird als vermisst gemeldet. Sein Auto wird über 1000 Kilometer entfernt an einer völlig abgelegenen Stelle gefunden, in einem Gebiet, zu dem er absolut keinen Bezug hatte. Sein Auto ist völlig verbrannt und das Lenkrad mitsamt der Säule wurde aus dem Auto ausgebaut. Um das Auto herum sind Gegenstände verstreut, die nachweislich nicht ihm gehören, und nach der Entdeckung seines Autos wurden am Tatort Beweisstücke manipuliert. Selbst nach all diesen offensichtlichen Indizien sagt das RCMP, dass sie diesen Fall als einen normalen Vermisstenfall ansehen. Sie gehen sogar davon aus, dass er sein Auto aus eigenem Antrieb verbrannt haben soll, was absolut lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass er es erst vor kurzem abbezahlt hat. Am 12. Dezember 2019 hat das RCMP den Fall an das Lethbridge Police Department abgegeben. Das LPD geht hier aber ebenfalls von einem normalen Vermisstenfall aus und solange das so bleibt, können keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet werden. Und aufgrund der Weigerung der Behörden, diesen Fall als einen Kriminalfall einzustufen, wurden an dem verbrannten Auto auch nie irgendwelche forensischen Tests durchgeführt. Es konnten nie Aufnahmen von Überwachungskameras der Tankstellen, an denen Marshall hätte vorbeikommen können, ausgewertet werden. Die Familie Marshall wurde zunehmend frustrierter über die Arbeit der Polizei, da sie sich auch weigerten, der Familie die Gegenstände auszuhändigen, die um sein Auto verstreut gefunden wurden. Deshalb beauftragten die Marshalls Privatdetektive, die eine Brandermittlung durchgeführt haben, und diese sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ursache des Feuers Brandstiftung war. Sie konnten sogar das Feuerzeug im Inneren des Autos ausfindig machen, mit dem der Brand gestartet wurde. Die Polizei hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, das ausgebrannte Fahrzeug zu bergen, mit der Begründung, man könnte es nur durch einen Lufttransport bewerkstelligen. Das Auto von Marshall steht also nach wie vor immer noch auf dem abgelegenen Pfad. Doch Marshalls Verschwinden ist nur die Spitze des Eisbergs. In dem Gebiet, in dem sein Auto gefunden wurde, sind eine Reihe anderer junger Männer entweder verschwunden oder tot aufgefunden worden. Ryan Provencher und Ben Skurr wurden zuletzt am 17. Juli 2019 lebend in einem weißen Jeep Cherokee gesehen, der 4 Tage später verlassen in einem Waldgebiet in der Nähe des Logan Lake gefunden wurde. Einen Monat später wurden ihre Leichen in einer ländlichen Gegend 80 Kilometer entfernt von ihrem letzten Aufenthaltsort gefunden. Der RCMP sagte, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit dem Fall, es wurden jedoch keine weiteren Einzelheiten oder die Todesursache veröffentlicht. Ben Tyner,
zuletzt am 26. Januar 2019 lebend gesehen, verschwand aus der Gegend von Merritt, nachdem er in die Berge geritten war, um nach Vieh zu suchen. Sein ausgesetztes Pferd wurde 2 Tage später vollständig gesattelt auf einer Forststraße nordwestlich der Stadt gefunden. Eine umfangreiche Suche von Freiwilligen und Polizei zu Fuß, zu Pferd und in Hubschraubern ergab keine Spur von ihm. Luke Neville, zuletzt gesehen am 9. Oktober 2017. Sein ausgebrannter weißer Pickup-Truck wurde auf einer Forststraße 20 Kilometer von seinem Haus in Spences Bridge entfernt gefunden. Die Polizei hält sein Verschwinden für verdächtig. Sein Bruder Mark Neville sagt, die Familie sei nicht über die Entwicklungen des Falles informiert worden. Es gibt keine Hinweise, keine Verdächtigen und keine Neuigkeiten. An dem Tag, als die Polizei an dem ausgebrannten Truck von Marshall eintraf, ereignete sich auf derselben Straße, etwa eine Stunde entfernt, eine weitere, sehr seltsame Situation. Ein Rancher hatte der Polizei gemeldet, dass der 29 Jahre alte Daniel Reach gegen 10 Uhr ziellos auf der Straße herumgeirrt sei. Er war für das kalte Novemberwetter völlig unpassend gekleidet und hatte sich zeitweise sogar das T-Shirt über den Kopf gezogen. Daniel hat sich von dem besagten Rancher ein Handy ausgeliehen, um damit seinen Onkel anzurufen. Sein Onkel gab an, dass er am Telefon sehr seltsame Dinge von sich gab, wie zum Beispiel, dass er in einer anderen Zeitlinie leben würde und dass er immer wieder grundlos angefangen habe zu lachen. Noch während des Gesprächs tauchte das RCMP auf und wollte Daniel aufgrund seines seltsamen Verhaltens für einen Tag in Polizeigewahrsam nehmen, ließ ihn aber gegen 18 Uhr wieder laufen, da sie keinen Grund mehr sahen, ihn festzuhalten. Im Laufe des Tages tauchte Daniel dann auf den Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras auf. Zuerst wurde er auf dem Gelände eines Tim Hortons Schnellrestaurants gesehen, dann um 18.46 Uhr an einem nahegelegenen Walmart und 15 Minuten später wieder bei Tim Hortons, wo er per Anhalter zurück zum Squamish-Indianer-Reservat gefahren wurde, wo auch ein Teil seiner Familie lebt. Das letzte Mal wurde er gegen 1 Uhr morgens auf der Veranda seiner Tante Katrina gesehen. Sie war auch die letzte Person, die ihn jemals lebend gesehen hatte. Er machte auf sie einen verwirrten und berauschten Eindruck und erzählte ihr, er hätte mit einem Freund unten am Fluss einen Streit gehabt. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde sein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern und im Leerlauf gefunden. Es machte zuerst den Anschein, dass Daniel nur kurz aus dem Auto gestiegen war, jedoch fehlte von ihm jede Spur und sein Handy lag auf dem Beifahrersitz. Weder seine Familie noch irgendjemand aus dem Reservat fand den Umstand, dass sein Auto einfach verlassen in der Gegend rumstand, seltsam und so wurde er erst am 7. Januar, also 6 Wochen später, offiziell als vermisst gemeldet. Der Grund, warum Daniel zunächst von niemandem als vermisst gemeldet wurde, ist, dass er aus einem sehr schwierigen Umfeld kommt. Er wuchs als sogenannter indigener Mann der Squamish First Nations ohne wirkliche Eltern auf. Als First Nations werden die Angehörigen der über 600 indigenen Völker Kanadas bezeichnet und die Lage für die Angehörigen dieser Stämme in Kanada bessert sich zwar, ist aber nach wie vor äußerst prekär. In den sogenannten Residential Schools, bei denen es sich um internatartige Schulen handelte, waren viele Kinder der First Nations Übergriffen ausgesetzt und man hat ihnen ihre kulturellen Wurzeln bis hin zur Sprache ausgerissen. Diese daraus entstandenen Traumatisierungen spiegeln sich noch heute in Form von Drogenmissbrauch, Alkoholkrankheit und innerfamiliärer Gewalt wider. Die kanadische Regierung versucht, diesen Symptomen heute therapeutisch entgegenzuwirken. Und in genau so einer Situation ist auch Daniel hineingeboren. Er wuchs quasi ohne Eltern auf. Seine Mutter brachte ihn mit 14 Jahren zur Welt und seinen Vater hat er nie kennengelernt. Im Jahr 2000 starb seine Mutter bei einem missglückten Raubüberfall und fortan wuchs Daniel bei seinen Verwandten auf und hatte selber mit Drogensucht zu kämpfen. Er hatte es einige Zeit geschafft, von seiner Drogensucht wegzukommen und wollte sein Leben wieder auf die richtige Bahn lenken, doch kurz vor seinem Verschwinden haben seine Verwandten sein Verhalten als paranoid beschrieben und er gab öfter an, dass jemand hinter ihm her sei. Daniel selbst gab sogar einmal an, dass er unter einer Psychose leiden würde, die durch seinen früheren Drogenkonsum ausgelöst wurde. Mit der Zeit wurden seine Aussagen immer verwirrender und seine Verwandten wussten nicht so recht, was in seinem Leben gerade passiert. Einmal musste Daniel in einem Krankenhaus seine gebrochene Hand behandeln lassen, die er sich nach eigenen Angaben brach, als er gegen eine Tür schlug.
Seinen Verwandten hat er aber erzählt, dass ihm eine Gruppe von Personen die Hand mit einem Hammer gebrochen hatte. Ihr fragt euch sicher, warum ich hier gerade so viel über Daniel erzähle. Was genau hat das mit Marshall Iwasa zu tun? In einer mittlerweile gelöschten Facebook-Konversation hat Daniels Ex-Frau angegeben, dass einige der Dinge, die rund um das Auto von Marshall verstreut waren, Daniel gehörten. Und als eines der Familienmitglieder von Marshall bei der Ex-Frau von Daniel genauer nachfragte, verweigerte diese ihnen plötzlich die Aussage, weil sie Angst um ihre Sicherheit hatte. Der Gegenstand, der die beiden Fälle Marshall Iwasa und Daniel Reach miteinander verbindet, ist diese rote Kühlbox, die an dem ausgebrannten Auto von Marshall gefunden wurde. Auf einem der Griffe der Kühlbox stand der Name Cody Lewis. Und Cody Lewis ist zufälligerweise der Name von Daniel Reach Cousin. Und da gibt es noch mehr Verbindungen. Ein Zeuge gab an, dass er die beiden vermissten Männer in Begleitung einer dritten männlichen Person in einer Bar in Squamish namens That Irish Place im November, bevor sie verschwanden, gesehen habe. Diese männliche Person wurde von dem Zeugen als unheimlich aussehend beschrieben und es schien so, als würde er eine Art Druck auf Marshall und Daniel ausüben, da die beiden auf ihn einen verunsicherten Eindruck gemacht haben. Der Zeuge gab an, dass er draußen vor der Bar, während er eine Zigarette rauchte, eine seltsame Konversation mit Daniel gehabt habe, in der Daniel sagte, er glaube, der unheimlich aussehende Typ wolle ihn und Marshall töten. Dann gab er an, wie er gesehen hat, dass Marshall mehrmals versucht hat, erfolglos Geld von einem Automaten abzuheben und sich dann auf die Beifahrerseite seines eigenen Pickup-Trucks gesetzt habe. Und auch nach dieser Zeugenaussage hat die Polizei in beiden vermissten Fällen keine strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet. Es bleibt also am Ende zu klären, was mit den beiden Männern passiert sein könnte. Wenn man sich die Kommentare unter den vielen Reddit-Threads über den Fall durchliest und auch die Facebook-Kommentare in der Gruppe Find Marshall Iwasa, dann kommt einem eigentlich nur Folgendes in den Sinn. Marshall und Daniel waren in irgendeine Art von krimineller Aktivität verwickelt. Dafür sprechen einige Indizien. Zuerst einmal, wo hatte Marshall als Student das Geld her, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Er hatte, wie bereits erwähnt, einen abbezahlten GMC Pickup Truck, hatte eine Wohnung, für die er Miete zahlen musste und sehr viele große und teuer aussehende Tattoos. Das Interessante daran ist, dass seine Familie auf Nachfrage gar nicht sagen konnte, womit Marshall seinen Lebensunterhalt überhaupt finanzierte. Bei den verstreuten Sachen, die rund um sein Auto lagen, waren 3 kaputte Handys gefunden worden. Dabei könnte es sich um sogenannte Burner-Phones handeln, also eine Art Wegwerf-Handys, die typischerweise von Personen aus dem kriminellen Milieu benutzt werden. Marshalls Schwester Paige hatte dafür aber eine logische Erklärung. In einem Interview sagte sie, dass er bekannt dafür war, seine Handys versehentlich kaputt zu machen und sie einfach in das Handschuhfach seines Autos zu werfen. Um ehrlich zu sein, klingt das für mich wie eine Ausrede. Wer macht so viele Handys kaputt und entsorgt diese nicht? Und vor allem waren das keine teuren modernen Smartphones, sondern wirklich alte Handys mit Tastatur. Das deutet wirklich alles darauf hin, dass die Handys für kriminelle Aktivitäten genutzt wurden. Sein richtiges Handy, nämlich ein Samsung Galaxy S6, ist bis heute verschwunden. Dann wurden, wie auch schon in diesem Video erwähnt, 2 Spielkonsolen gefunden. Eine PlayStation und eine Xbox, die ebenfalls laut seiner Familie nicht Marshall gehörten. Die Spielkonsolen waren hohl, waren also nur Hüllen. Das ist ein weiteres Indiz. Wer bewahrt in seinem Auto leere Hüllen von Spielkonsolen auf und zu welchem Zweck? Kriminellen dienen solche Hüllen als Versteck für zum Beispiel Drogen oder auch große Mengen Bargeld. Eine gängige Methode ist es, die leeren Hüllen von Haushaltsgeräten oder wie in diesem Fall von Spielkonsolen oder auch anderen elektronischen Geräten mit Drogen oder Bargeld zu füllen, diese dann in Umzugskartons zu packen und den Karton zu verschließen. Und in Kanada ist es so, dass wenn man von der Polizei angehalten und durchsucht wird, versiegelte Kartons oder Behälter nicht ohne einen Durchsuchungsbeschluss geöffnet werden dürfen. Somit erleichtert es den Schmuggel. Eine sehr wahrscheinliche Theorie ist, dass Marshall als eine Art Kurier zwischen Vancouver und Squamish fungiert hat. Zumindest würde die Zeugenaussage, wenn sie denn kredibil ist, belegen, dass er sich von seinem Verschwinden schon einmal in diesem Gebiet aufgehalten hat. Aber was genau ist denn nun mit Marshall passiert?
Meine Vermutung ist, dass er wegen einer gescheiterten Übergabe gestorben ist. Er hat das Haus seiner Mutter am 18. November um 23 Uhr verlassen und war um 23.30 Uhr in seinem Lager. Sein Plan war es wahrscheinlich, entweder Bargeld oder die Drogen zu holen, die in den ausgehöhlten Spielkonsolen versteckt waren, und diese nach Squamish zu bringen. Wenn wir davon ausgehen, dass er für die Fahrt dorthin ca. 14 bis 15 Stunden gebraucht hat, dann wäre er am 19. November gegen 14 oder 15 Uhr in Squamish, um die Übergabe stattfinden zu lassen. Da er aber nicht gewusst hatte, dass sich die Öffnungszeiten geändert haben, konnte er erst ab 6 Uhr morgens sein Lager betreten und hat es 2 Stunden später um 8 verlassen. Wenn wir jetzt wieder die Fahrtstrecke nach Squamish einrechnen, wäre er irgendwann spät in der Nacht des 19. oder am Morgen des 20. November angekommen und konnte somit den wahrscheinlich im Vorfeld ausgemachten Liefertermin nicht einhalten. Meine Vermutung ist, dass der Ort, an dem sein ausgebranntes Auto gefunden wurde, auch der Übergabeort war. Wahrscheinlich wurde er noch, während er im Steuer saß, von dem oder den Tätern erschossen, was erklären würde, warum das Lenkrad mitsamt Säule ausgebaut worden ist. Die Täter hatten wahrscheinlich Angst, dass das Feuer nicht alle Spuren am Lenkrad zerstören würde. Auf den Fotos sieht man, dass die Xbox-Hülle bewegt wurde. Das könnte bedeuten, dass die Täter das, was auch immer in der Hülle versteckt war, an sich genommen haben. Über die Rolle, die Daniel in diesem Fall gespielt hat, kann man leider nur spekulieren. Da Daniel aus der Gegend kam, könnte er als eine Art Vermittler fungiert haben. Eine Theorie wäre, dass er auch getötet wurde, weil er ihnen einen unzuverlässigen Lieferanten, nämlich Marshall, empfohlen hat oder weil er einfach zu viel wusste. Daniel wurde am 25. November in der Nähe des Tatorts vom RCMP aufgelesen und in Gewahrsam gebracht. Er wurde aber noch am selben Tag aus dem Gewahrsam entlassen und hat am nächsten Tag, dem 26. November, auf der Veranda seiner Tante behauptet, er hätte mit jemandem einen Streit gehabt. Meine Vermutung ist, dass Marshall zu diesem Zeitpunkt schon lange tot war und Daniel sich an den Tatort begeben hatte, um Beweisstücke zu vernichten, um selber mit der Tat nicht in Verbindung gebracht zu werden, da man ja auch Gegenstände, die ihm gehörten, dort gefunden hatte. Vermutlich wurde auch Daniel getötet, da die Kunden von Marshall die Befürchtung hatten, dass Daniel, während er in Polizeigewahrsam war, irgendetwas ausgeplaudert hatte. Alles in allem kann man davon ausgehen, dass es sich hier um eine schiefgegangene Drogen- oder Bargeldübergabe gehandelt haben muss. Trotzdem bleiben noch einige Fragen weiterhin ungeklärt. Wie kommt die Kühlbox, die dem Onkel von Daniel gehört, in das Auto von Marshall? Wie kommen die ganzen Gegenstände, die Daniel gehörten, in das Auto von Marshall? Und die wichtigste Frage: Wer war der mysteriöse und unheimlich aussehende Typ, den der Zeuge in der Bar zusammen mit Marshall und Daniel gesehen hat? Und zu guter Letzt, welche Rolle spielt hier die Polizei? Man hatte den Eindruck, dass die Polizei sich trotz aller Indizien weigert, den Fall von Marshall und auch den von Daniel als ein Verbrechen einzustufen. Ich meine, die Polizei findet ein völlig ausgebranntes Auto von einem jungen Mann, der vor kurzem als vermisst gemeldet wurde. In dem Auto fehlt das Lenkrad mitsamt Säule und die Polizei von Lethbridge gab im Juni 2020 folgendes Statement ab. Zitat: Bei der Untersuchung von Iwasas persönlichen Angelegenheiten in den Monaten vor seinem Verschwinden, einschließlich Interviews mit engen Freunden sowie seinen finanziellen, medizinischen und Social-Media-Aktivitäten, gibt es Hinweise darauf, dass er in seinem Leben unter Stress stand und sich freiwillig zurückgezogen hat. Zitat Ende. Oder aber, und das vermuten viele, die diesen Fall beobachten, die Polizei ermittelt in einem viel größeren Maßstab, ohne es die Öffentlichkeit wissen zu lassen. Eventuell will die Polizei die Hintermänner bzw. den gesamten Drogenring ausheben und um diese in Sicherheit zu wiegen, wird öffentlich der Eindruck geschaffen, dass es sich hierbei nicht um eine strafrechtliche Ermittlung handelt, sondern einfach nur um einen gewöhnlichen Vermisstenfall. Vielleicht ist das nur Wunschdenken und die Polizei ist wirklich der Meinung, dass hier keine kriminellen Aktivitäten geschehen sind. Aber eine Sache macht mich da doch stutzig. Das RCMP weigert sich, die Gegenstände, die an dem Auto von Marshall gefunden wurden, an seine Familie auszuhändigen, obwohl es sich hierbei nur um einen einfachen Vermisstenfall handelt. Als Begründung gaben sie an, dass aus dem Fall irgendwann ja doch noch eine strafrechtliche Ermittlung entstehen könnte und diese Gegenstände somit Beweisstücke wären. Für mich ist das ein klares Indiz dafür, dass die Polizei im Hintergrund doch an mehr arbeitet, als nach außen hin kommuniziert wird.
Ja, meine Lieben, und das war's jetzt schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, eine unfassbar spannende Story mal wieder. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was passiert ist, obwohl ich denke, es ist schon fast klar, was passiert ist. Ja, dafür gibt es einfach zu viele Indizien, die in diese Richtung deuten. Nur mich interessiert eure Meinung zur Rolle der Polizei. Ist sie wirklich so unglaublich inkompetent und verbaselt diesen Fall oder läuft da im Hintergrund tatsächlich mehr, als man es die Bevölkerung wissen lassen mag? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video zu liken und natürlich auch meinen Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, weil so erhält mein Video direkt nach Upload ganz viel Interaktion und das hilft natürlich dem Video dann einem breiteren Publikum bekannt gemacht zu werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, meine Lieben, und wir hören uns im nächsten Video. Schönen Abend noch. Tschüss.